Zwei Küken und damit recht herzlich willkommen auf unserem Großzieh-Kanal und zum kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen The Apartment. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das alles hier gar nicht machbar wäre. Vielen Dank dafür, Freunde. Ihr hilft den Kanal weiter am Leben zu halten. Dafür sind wir euch so dankbar, der SMZ und ich. Vielen, vielen Dank. Jetzt schauen wir aber erstmal hier. Ich glaube, ich habe mir eine Unreal Engine gemacht und ich habe keinen Plan, was es geht. Aber today I got a new job, which is far from my home. Also er hat einen neuen Job und es ist ziemlich weit weg von unserem Zuhause. Und ich arbeite von 7 Uhr bis 8 Uhr. Also von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, jeden Tag. So habe ich mir Apartment 623 gemietet. Und jetzt ist es Zeit, zurück in mein Zimmer zu gehen. Apartment 623. Holy moly. Rennen kann ich nicht. Ich gehe mal da an die Tür. Passiert aber nichts. War ja nur so eine Idee. Ist immer so ein ganz unbehagliches Gefühl, wo ich da habe. Ich laufe noch richtig. Man weiß nicht, was jetzt passieren wird. 6, 2, 3. Sechs, zwei, drei. Unser Apartment. SM Teddy, bist du bereit? Wir sind drin. Tag 2. Was passiert jetzt? Hier an den Türen kann ich ja nichts tun. Leute, irgendwie habe ich so ein ganz komisches Gefühl, dass uns hier etwas erwarten wird, auf das Hallo? Wieso steht hier nichts dran? An der Tür steht nichts dran. Und ihr wisst ja, so neugierig wie ich bin. Man kann es mal probieren. Jesus. Ich habe kein gutes Gefühl, Leute. Wieso kennt ihr die Lichter aus? Ich habe kein gutes Gefühl. Absolut nicht. Was war das für ein Geräusch? Wir sind schon wieder angekommen. Tag 3. Really? Was war das für eine ominöse Tür? Ohne Nummer. Die hat doch sicher noch irgendwelche Bewandtnis und trägt zum weiteren Verlauf des Spieles bei, wie man so schön sagt. Oh, ich habe kein gutes Gefühl, Leute. Absolut. Ich gehe mal wieder hin zu der Tür. An der Tür tut sich aber gar nichts. Es ist hier ziemlich... Was hängt denn da oben? Seht ihr das da hinten? Irgendein Vieh? So Krabbelviecher mag ich nicht. Was ist das? Eine Eidechse? Bibi, was ist denn das? So ein Salamander versteht für Arme oder was? Nein, ist nichts zum Essen. Das ist Spa. What
the hell? Wieso krabbelt es jetzt auf einmal hier rum? Warum ist hinter uns so dunkel? Hallo? Geh lieber in dein Apartment, da bist du sicher. Ich hat so ein bisschen was von PT, oder? Bist du schon wieder zu Hause? Tag 4. Leute. Ich möchte aber hier nicht raus. Und ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe absolut kein gutes Gefühl. Und wo sind die ganzen anderen Bewohner? Man sieht nie jemand hier auf dem Flur rumlaufen. Und diese ominösen Geräusche. Machen mich gerade nicht glücklich. Jetzt habe ich gedacht, ich bin da drin. Aber nur das Licht ist ausgegangen, obwohl das Vieh ist weg. Das hat sich auch schon verpisst. Leute, ich habe keine Ahnung. Hier läuft jemand. Hier läuft doch jemand. Crazy. Ich glaube, ich habe schon Hallus oder sowas. Wo sind die anderen Kollegen? Ich meine, dass man nicht gerade hier in Room 666 wohnt, ist ja gerade noch alles. Verstehst du? Tag 5. Ja, hallo? Komm bitte mal auf den Punkt. Das zermürbt dich, Leute. Das macht dich blem blem in der Birne. Jesus. Ich voll das Gummivieh. Das ist ein Salamander, ein Feuersalamander, oder? Oder sowas in der Art. Salamander bloß nie anfassen. Sehr giftig. Giftige Haut. Das hat man gleich als Kind gemerkt. Da wo ich herkomme, damals, da gab es noch so viele Salamander, da gab es auch noch Natur. Und da hat es immer gehießen, nie anfassen, weil die Haut ist giftig. Sehr giftig beim Salamander. Gab es ja mal eine Schuhmarke Salamander. Wir sind wieder in unserem Apartment. Fliegt der Salamander. Von der Decke. Was hat der Salamander mit der ganzen Sache hier zu tun? Welche Bewandtnis? Oh. Holy shit. Hä? Ich komme hier nicht raus. Ist nicht die Frage gegangen. Jesus, macht mir keine Angst. Was geht hier vor in dem Gebäude? Und was haben wir eigentlich für einen Job? Grüße an dieser Stelle gehen mal raus an den lieben Pibi. Mein Freund. Der immer so fleißig Kommentare schreibt wie kein anderer. Jeez. Irgendjemand hat. Ist doch. Es muss doch hier jemand geben. Oder nicht? Mama.
Schloss Salamander. Bist du aber wieder zu Hause? 7. Tag. Am 7. Tag sollst du ruhen. Es muss doch jetzt mal zum Ende kommen. Oder findet ihr nicht? Ich weiß es nicht. Ich mag nicht mehr. Pibi. Hilf mir. Diese Geräusche. Und man weiß nicht, wo sie herkommen. Kommen die aus 612? Jesus Christ. Und was hat es mit der Tür auf sich? Hab mich jetzt verlaufen. Ich habe keine Ahnung. Nee. Leute, wenn es jetzt gleich zum Ende kommt, dann kriege ich aber voll den Kreischanfall. Was geht ab? After that, I moved out of the apartment and never came back. What? Nachdem bin ich gegangen und bin nie wieder zurück in das Apartment. Created by T-Laser. Leute, ihr seht mehr wie 3 Fragezeichen in meinen Augen oder in meinem Gesicht. Habe ich irgendwas nicht kapiert? Ein ziemlich verwirrend, oder? Oder was meinst du, Teddy? Das war auf jeden Fall die Apartment. Irgendwie fehlt mir da ein bisschen mehr Background, oder? Das ist einfach nur crazy. Warum ist er jetzt eigentlich gegangen dann wieder? Und was war das mit dem Salamander? Ich habe keine Ahnung. Wir bedanken uns natürlich bei euch fürs Zusehen, für uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wieder auf unserem Rostik-Kanal. Bitte bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, kann man ändern. Einfach nur aufs Köpfchen drücken. Press that button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß miteinander, enjoy your life. Übertreibt es aber nicht und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal sagen wir tschö mit Öl und fingerlicher Rotz. Euer SM Teddy und der Rusty Man, der alte Sack. Bye bye, thank you.